Vielleicht triffst du ja Sol Luna. Dafür sind wir erstmal frühstücken gegangen und natürlich haben wir uns dann einen Starby geholt. Drangfood, Leute, Drangfood. Mit dem Bus sind wir dann nach Downtown gefahren und ein Ticket kostet einfach nur $1. Hier gab es so viele Souvenirläden, da kommt kein sogar nicht mehr mit. Hier in Mexiko sind die Menschen so freundlich. Ich habe mir dann noch eine Kokosnuss geholt und dann habe ich einen Stand gesehen, wo die Empanadas machen. Wir sind schon Besties. Das war Chris. Die haben extra für uns gesungen. Eigentlich wollten wir heute surfen, aber... Wir fahren jetzt zu der Insel Isla Mujeres, ganz spontan. Und der Käufer, der fährt uns jetzt dorthin. Der wollte die Tickets für $100 verkaufen. Ich hab's die für 40 bekommen. Ich kann gut fahren, Leute. Wir waren schnorcheln, dann sind wir zur Insel gefahren. Es ist schön, aber es ist halt sehr ein Touristenort. Die Dame hatten mit der Kokosnuss dann einen Mix gemacht mit Gewürzen. Die Papageien haben einfach mit mir gesprochen. Hola. Highlight von dem Trip war dieser Mann, der uns einfach was vorgesungen hat.